Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Wir starten hier heute mal in Langenfeld bei Düsseldorf und wir fahren heute mit einem ganz besonderen Zug der S-Bahn Düsseldorf. Und zwar ist das die Baureihe 420. Die sollte es eigentlich schon gar nicht mehr geben. Wie man sieht, ein relativ altes Fahrzeug ist eigentlich überall schon ausgemustert worden. Jetzt ist es aber so, dass man in Düsseldorf die Fahrzeuge noch braucht. Ja, jetzt schauen wir uns aber davor erstmal den Innenraum an, bevor ich dazu mehr erzähle. Das Ganze sind dreiteilige Züge. Zwischen den drei Wagen kann man nicht wechseln. Also wie man hier sieht, ich laufe hier gerade quasi in Richtung Mitte des Zuges. Man kann nicht zwischen den einzelnen Wagen wechseln. Das ist auch einer der Gründe, warum die Züge nicht mehr im Einsatz sind, da sowas natürlich für das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste nicht optimal ist. Dann, die Sitze sind ohne Kopfstützen, deswegen relativ niedrig. An einigen Stellen gibt es auch Tische. Dann gibt es Heizungen, die finden sich unter den Sitzen, das ist im Winter sehr angenehm. Gepäckablagefächer gibt es oberhalb der Sitze. Ja, die Sitze selbst sind ziemlich bequem eigentlich, also die sind doch deutlich weicher als bei modernen S-Bahn-Zügen. Und so hört sich ein Zug der Baureihe 420 dann eben an. Jetzt kommen wir mal dazu, wo man die überhaupt noch antreffen kann. Wie gesagt, eigentlich hätten sie schon ausgemustert sein sollen, sind sie aber nicht. Die kommen eigentlich Stuttgart, kommen sie her, Frankfurt, München. Da waren sie viel im Einsatz. In Stuttgart findet man sie nicht mehr, in Frankfurt auch nicht. Allerdings kommen sie noch eben hier in Düsseldorf zum Einsatz. Dazu gleich mehr. Außerdem findet man sie noch in Köln und besonders häufig noch in München. Da sollen sie sogar wieder mehr werden. Also es werden dort alte Fahrzeuge noch nachbestellt. Es ist eben günstiger, solche Züge zu verwenden, als neue zu bestellen. Und solche Züge sind natürlich auch schon, die haben sich schon bewiesen, die funktionieren. Man kennt das ja, wenn irgendwo neue Züge in Dienst gestellt werden, dann gibt es erstmal eine ganze Menge Probleme. Sie sind natürlich so gesehen etwas zuverlässiger, andererseits sind ältere Züge, da treten auch mehr Fehler auf. Also ist die Frage mit der Zuverlässigkeit doch etwas kritisch zu betrachten. Hier geht es ja jetzt erstmal um die Züge in Düsseldorf und die findet man sehr einfach und zwar auf der Linie S68. Das ist eine Verstärkerlinie, die verkehrt nur Montag bis Freitag, morgens und abends. Fahrplan kann man sich runterladen. Eigentlich werden so gut wie alle Fahrten der S68 mit Baureihe 420 gefahren. Ansonsten könnte höchstens mal ein X-Wagen zum Einsatz kommen, aber eigentlich sind fast immer Züge der Baureihe 420 im Einsatz, also da ist wirklich sehr einfach. Und die fahren eben, wie ich jetzt hier gerade, von Langenfeld nach Düsseldorf. Ja, die Züge fahren nämlich relativ unregelmäßig, das seht ihr in den Fahrten. Hier jetzt gerade kam eine leere 420 aus Langenfeld zurück. Die fahren teilweise auch noch nach Wuppertal, aber nur wenige Züge fahren durch und die Züge fahren auch nicht immer mit Fahrgästen wieder zurück. Also muss man sich genau angucken, den Fahrplan. Ja, mit einer anderen 420 geht es für mich dann auch schon wieder zurück. Das war nur ein ganz kurzer Ausflug, einmal um mit so einem schönen alten Zug nochmal zu fahren. Ist ja heutzutage wirklich selten. Diesmal habe ich mich in einen anderen Wagen gesetzt, und zwar den in der Mitte. Und da gibt es tatsächlich auch noch eine erste Klasse. Bei der S-Bahn Rhein-Ruhr, zu der ja Düsseldorf dazugehört, sind eben erste Klasse noch vorhanden. Und deswegen gibt es auch hier in der 420 eben eine. Das war auch schon früher so, die gab es schon immer. Ich zeige sie gleich nochmal beim Aussteigen kurz.
Das nennt sich wirklich nicht viel. Also da gibt es Armlehnen zusätzlich. Was aber schön ist, die ist komplett abgetrennt. Nächste Station Langfeld. Dieser Zug endet dort. Ich bitte alle Fahrgäste auszusteigen. Der Aufstieg ist in Fahrtrichtung links. Hier mal ein Blick. Ja, die Sitze haben das Fahrtmuster umgekehrt und Armlehnen und kleine Tische, die es aber teilweise auch in der zweiten Klasse gibt. Also großer Unterschied ist nicht, da ist hauptsächlich die Ruhe und der Platz das Argument. Und das war es dann jetzt auch schon, war wirklich nur eine ganz kurze Runde. Die S68 ist auch nicht sonderlich lang, außer man fährt bis Wuppertal durch, aber wie gesagt, die fahren selten von Langenfeld bis Wuppertal und zurück durch, sodass man daraus eine gescheite Runde bilden kann. Deswegen bin ich nur bis Düsseldorf gefahren. Ja. Hier seht ihr jetzt wieder, von wem die Musik ist, wann das nächste Video kommt, und ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder sogar einen geteilten Link sehr freuen und sage dann bis zum nächsten Video.